Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem ersten richtigen Tarot-Video. Ich hoffe, es geht allen gut. Ihr seid alle genauso beseelt von der Sonne wie ich. Ich freue mich wahnsinnig auf den Sommer. Dieses wird ein General Reading sein. Das heißt, ihr werdet gleich vier Piles sehen, die nebeneinander liegen. Und ihr könnt euch dann für einen Pile entscheiden, ihr könnt darüber meditieren, ihr könnt die Steine nehmen, die ich dazu lege. In diesem Reading geht es um eine wichtige Nachricht von eurem Spirit Team, die es euch gerne über mich übermitteln möchte oder die ich einfach empfange und euch dann übersetze in die Karten, was euer nächster großer Schritt ist zum Beispiel, vielleicht Baustellen, an denen ihr noch arbeiten könnt, dann würde ich euch jetzt auch einfach schon mal die Karten zeigen. Wie gesagt, nehmt euch gerne Zeit, meditiert gerne darüber. Kommt ein bisschen zur Ruhe und dann wünsche ich euch viel Spaß. So, dann haben wir hier einmal die vier Piles. Das ist Pile 1 mit einem Sonnenstein. Dann Pile 2, der Malachit. Mit einem Tigerauge oder Falkenauge. Und Pile 4 mit einem Türkis. Meditiert gerne über den Karten, schließt kurz eure Augen, fragt euch, was die Message von eurem Spirit Team sein könnte. Und dann wählt einfach ganz intuitiv einen Kartenstapel aus. So, dann schauen wir mal, was sich unter Pile 1 verbirgt. So, und zwar haben wir hier einmal die High Priestess in Reverse, also umgedreht, die Empress einmal richtig rum und die Ten of Wands falsch rum. Was bedeutet das? Also, die High Priestess ist eigentlich so die Verkörperung der weiblichen die Verkörperung der Weiblichkeit, das bedeutet Intuition und auch Sacred Wisdom, also etwas, was man nicht erlernt, sondern was man einfach weiß, I guess. Wissen, was man nicht in der Schule und auch nicht von anderen Menschen beigebracht bekommen kann, sondern das ist einfach etwas, was man weiß. Intuition halt einfach. Dadurch, dass sie umgedreht ist, ist es so ein bisschen eher die Nachricht, dass die Intuition in Vergessenheit geraten ist, dass man sie etwas ignoriert oder unterdrückt hat und vielleicht auch einfach bewusst versteckt hat. Vielleicht war es einfach gerade nicht notwendig oder möglich, sie wirklich zu zeigen. Das kann eine Bedeutung davon sein. Es kann auch sein, dass das Unbewusste oder das Unterbewusstsein etwas in den Schatten gerückt ist und nicht so wirklich in Kontakt mit dem Bewusstsein gekommen ist. Und dass man seine eigene innere Stimme etwas ignoriert hat. Vielleicht war es einfach notwendig, vielleicht ist es auch gerade noch notwendig, genau. Aber die nächsten beiden Karten zeigen mir auf jeden Fall, dass du da rauskommst, dass du durch die Empress hier, die auch nochmal viel mehr Weiblichkeit ist, aber die halt die Weiblichkeit viel mehr auslebt und sich nicht so zurückhält, die sich mehr im Hier und Jetzt und mehr im Körperlichen auch wiederfindet, nicht nur in Sexualität, sondern auch
in Genuss und im einfach, wie man hier schon sieht, sie sitzt in diesem schönen goldenen Feld und hat hier ein Kleid voll mit Rosen, die nochmal für die Leidenschaft steht und dass der Wald hinter ihr gewächst und gedeiht. Sie hat hier den Fluss. Das bedeutet alles, sie ist halt wirklich in der Natur. Sie hat das alles verbunden. Und dadurch, dass das hier so ein bisschen, das ist, habe ich das Gefühl, das ist so das Vorige gewesen, also das, woher du kommst sozusagen, dass du dein Unterbewusstsein und deine Intuition etwas zurückgestellt hast. Aber jetzt geht es langsam in Richtung von, du weißt, wer du bist, du weißt, wo du stehst, du kannst deine Weiblichkeit darstellen und kannst besser in sie steppen, sag ich mal. Das geht natürlich auch, wenn du dich als Mann identifizierst, denn auch Männer oder Menschen, die sich als Mann identifizieren, haben weibliche Aspekte. Aber die Empress ist ja die Karte Nummer 3 des Major Arcana und die bedeutet so viel wie Magician, der ja die Macht des Universums bekommt und sie dann wie ein Blitzableiter ableiten kann ins Meer oder in die Erde und dadurch dann etwas kreieren kann. Also beziehungsweise er ist der Blitzableiter sozusagen und kann diese Energie leiten. Und die Empress ist das, was daraus wächst. Die ist der befruchtete Boden. Möchte dir auf jeden Fall dein Spirit Team sagen, okay, du warst lange in diesem Hibernation-Mode irgendwie und jetzt kannst du aber langsam das, was in dir war, nutzen und kannst etwas gedeihen lassen. Hast fruchtbaren Grund in dir gefunden, um wirklich das Beste aus dir zu holen. Dann haben wir hier noch die Ten of Wands. Sorum würde sie sagen, dass du eine große Last auf dir hast, dass du dir zu viel aufgebürdet hast, dass du vielleicht einfach ein bisschen Raupe-Nimmersatt warst und bei vielen Sachen erstmal weggeguckt hast und aber schon das Nächste haben wolltest. Sorum allerdings ist das größte Gewicht schon am Abfallen. Es ist noch nicht weg, aber es fällt von dir ab. Genau, diese Lack-Mentality, die kannst du langsam lösen, weil du halt wirklich langsam einfach diesen fruchtbaren Grund in dir findest und anfangen kannst, Probleme zu lösen mit deinen neuen Strategien, die du wahrscheinlich schon lange in dir getragen hast, aber du hast ziemlich lange hier versucht oder hast dich einfach dem ergeben, in der Dunkelheit zu leben und dich deinem, ich sag jetzt mal einfach so, deinem Opferdasein, dich dem hinzugeben und nicht die Probleme zu lösen, die sich dann langsam um dich rum aufgebaut haben und jetzt musst du sie alle auf einmal tragen. Aber dadurch, dass du jetzt langsam verstehst, okay, ich bin nicht mehr in diesem Unconscious, ich bin nicht mehr in diesem, alles ist dunkel und ich bleib da einfach drin, weil es ist angenehm hier, weil muss ich nichts machen, sondern du kommst langsam in dieses, okay, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich meine Energie hernehme und jetzt fange ich langsam an, dass mir die Last genommen wird. Dann gucken wir mal, was die Karten noch sozusagen haben. Und zwar haben wir hier einmal das Talent. Ja, und da sehe ich auf jeden Fall hier die Empress drin. Du hast ein Talent und sei es auch nur Organisationstalent oder Strategien entwickeln, wie man mit etwas klarkommt. Hier ist sie eine Tänzerin. Es kann natürlich auch etwas sein, wie Tanzen, Kunst, Musik. Vielleicht ist es auch einfach dein Job, in dem du wirklich dein Talent wiederfindest. Und ich glaube, das wird es sein, was dir hier dabei auch helfen wird. Oder was, wodrin du dich ausdrücken kannst, um dich aus dieser Situation rauszuholen. Im Hintergrund hört man meine Katzen, wie sie ihre 5 Minuten bekommen. Ich hoffe, das stört nicht. Dann haben wir hier Transformation. Ich liebe diese Karte. Denn wenn wir uns nicht entwickeln, dann, wo geht's dann hin? Dann bleiben wir stehen. Dann sind wir eigentlich schon tot. Das spricht nochmal dafür. Du kommst aus diesem Dunklen raus und du entwickelst dich. Du hast aus dieser Dunkelheit gelernt und du hast aus diesem Nichtstun gelernt, auf diesen Probleme anhäufen. Hast du daraus gelernt und du kannst es jetzt nutzen. Du kannst dich aus diesem Kokon, in dem der Schmetterling war, kannst du dich jetzt langsam rausholen und siehst jetzt erst, wie powerful du eigentlich bist und was du eigentlich alles bewegen kannst. Dann haben wir hier noch Animals. Animals kann ganz wörtlich gemeint sein, dass dir zum Beispiel deine Haustiere oder Tiere generell in der Umgebung helfen werden. Es kann aber auch für den animalischen Instinkt stehen, also sprich die niederen Triebe, wollte ich gerade sagen, Genuss zum Beispiel, aber auch Instinkte im Sinne von dem Menschen traue ich nicht. So diese Situation passt zu mir, diese Situation passt nicht so gut für mich. Ich bin auf diese Situation angepasst, auf diese nicht so. Dann wirklich zu entscheiden und wirklich sich an erste Stelle zu setzen und nicht
nicht mehr, sich Dingen zu unterwerfen. Also ein Wolf würde niemals in einer schlechten Situation bleiben, weil sein Instinkt ihm sagt, das ist nicht gut für mich, ich muss ganz woanders hin. Also wieder nicht in diesem Unconscious State zu bleiben, sondern wirklich zu sagen, okay, das ist nicht gut für mich. Ich bin zu lange in dieser Situation gewesen. Ich habe eigentlich hier die Kraft der Empress und ich kann mich hier transformieren und so weiter. Und da wirklich rauszukommen und das, ja, das sehe ich auf jeden Fall für dich. Dann haben wir noch zwei weitere Karten. Und zwar ist es einmal Starkeeper. Cosmic Ancestors, seek the light by staying grounded. Da habe ich gerade direkt wieder den Gedanken zu gehabt, zu diesen Animals auch wirklich zur Natur zurückzufinden, zu sich, zu dem Boden wiederzufinden. Vielleicht einfach ganz wörtlich nehmen, raus in die Natur. Ich meine, es wird jetzt gerade Sommer, das lädt wirklich dazu ein. Genau, sich da einfach zu grounden, aber vor allem auch die Cosmic Ancestors haben mich hier angesprochen. Also vielleicht verbindest du dich einfach mal mit den Vorfahren. Also nicht nur die Vorfahren, die du hier hast, Oma, Opa, Tante, was weiß ich, sondern auch mal ein bisschen weiter zu gehen und sich zu fragen, wir sind ja alle Sternstaub, wir kommen ja alle von irgendwo her. Und eigentlich, also mit Sternstaub meine ich wirklich physikalisch, irgendwoher kommen wir ja. Also wir sind ja nicht einfach puff und dann waren wir da, sondern wir sind eigentlich Stoffe, die durch einen Funken belebt worden sind, die alle schon im Universum vorhanden waren. Und es ist arrogant zu sagen, dass wir die einzigen sind, die auch diesen Funkenleben haben. Also woher kommst du vielleicht und wo, was dich mit diesem Spirit-Team auf kosmischer Ebene mal zu verbinden, auch wenn es Richtung Kosmos geht, dich dann damit zu grounden, also zu wissen, hey, ich bin hier nicht alleine. Meine Seele hatte schon immer Unterstützung und dich dadurch zu erden. Deine Vorfahren, vielleicht auch im weltlichen Sinne, im Sinne von, wo komme ich her? Habe ich vielleicht ein Genom, was auch irgendwo in Afrika oder in Australien gerootet ist? Mein Deutsch ist wieder on top. Dass dir das vielleicht einfach Halt gibt. Dann haben wir noch All Paths Lead Home. Inner Authority, Intuition, Turn Your Gaze Within. Das spricht ebenso wie die High Priestess Reverse darauf, dass deine Antwort, die du suchst, eigentlich in dir schon lag. Du gehst zwar immer weiter und du gehst deinen Weg immer weiter mit der Empress hier, aber du weißt halt, wo du herkommst. Du warst jetzt halt lange hier drin. Die Empress, die High Priestess ist eine intelligente Karte. Die High Priestess hat sehr viel Weisheit und die Weisheit, woher sie kommt, und das ist hier halt auch nochmal schön drin dargestellt. Die Intuition auch nochmal, das ist echt, ja. Also Intuition. Interessant. Verlass dich da drauf, nutze deine Intuition, bring sie nochmal wieder hoch. Du weißt, dass das deine Stärke ist. Du weißt, dass die Entscheidung zu treffen, deinen Instinkten zu folgen, auch mit der Animal Card hier, dass das der richtige Weg ist. Der Weg, der vor dir liegt, mag vielleicht noch nicht ganz genau klar für dich sein, aber wenn du einfach auf deine Intuition und deine Instinkte vertraust, dann wird dir da auf jeden Fall bei geholfen. So, dann haben wir noch die letzte Karte und es ist The Ring. Der Ring ist durch seine Form, also ein in sich geschlossener Kreis, und durch die Verbindung, die wir hier in der 3D-Welt mit ihm haben, nämlich ein Ring, der verbindet. Der zeigt Einheit und Angekommensein. Im spirituellen und mystischen Sinne heißt es, sich wieder mit sich selbst zu verbinden und in sich selbst zu ruhen. Also eine tiefe, tiefe Verbundenheit wieder mit sich selber zu finden, mit seinen Ancestors auch zu finden und einfach seine Instinkte und seine Intuition, seine Emotion wieder als die Basis von den Dingen zu finden. Ja. Außerdem ist der Kreis oder die Null, wie zum Beispiel jetzt bei The Fool oder so, oder auch einfach die Null als Zahl, bedeutet auch Anfang und Ende, beziehungsweise die absolute Einheit und Verschmelzung von allem. Und an sich, zusammenfassend, würde ich sagen, du kommst aus dieser Dunkelheit heraus und nimmst alles, was du in dieser Dunkelheit gelernt hast und in diesen dunklen Phasen deines Lebens gelernt hast, diese Weisheiten nimmst du mit und kannst sie wirklich auf fruchtbarem Boden, auf deiner eigenen Stärke, auf deiner eigenen Intuition und
deiner ganzen Macht, hier sehr feminin dargestellt, kannst du nutzen und kannst sie zu etwas Wachsendem bringen. Na, und dadurch wird sich halt dann die Last, die sich dadurch aufgebaut hat, durch diese lange Abwesenheit, also mentale Abwesenheit, die wird sich dadurch erleichtern. Es beginnt gerade, du bist da gerade rausgekommen. Es wird vielleicht noch viel Arbeit vor dir liegen, weil du ja gerade erst herausgefunden hast, wer du eigentlich bist und wie viel Stärke du eigentlich hast. Und dadurch wirst du dann wieder komplett zu dir und zu der Einheit, die du eigentlich mit dem Universum bildest, zurückfinden. Es ist der Start einer sehr, sehr interessanten, eines sehr, sehr interessanten Weges. Ja. Jedenfalls, das ist das, was ich für dich hier so sehe. Ich hoffe, das Reading hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass doch gerne ein Like da und folg mir gerne, damit du dann auch keine weiteren Readings verpasst. Vielen Dank. Stay high vibing. So, Pile 2, Pile 2. Mit dem Malachiten. Teil 2. Hier sind einmal die Karten. Wir haben einmal den King of Cups richtig rum, Wheel of Fortune richtig rum und die Seven of Swords richtig herum. Der King of Cups sitzt auf seinem Thron. Also an sich hat er das Element gemeistert. Aber er sitzt auf seinem Thron nicht mehr in seinem Element. Er ist hier vom Wasser umgeben, aber er hat sich durch seine Pflichten als König sehr von seinem eigentlichen Element abgewandt. Sogar der Fisch hier hinter ihm, der springt hinter ihm, der hat hier gar nichts mehr mit zu tun. Sprich, seine Pflichten haben ihn dazu gebracht, seine eigentliche Kraft, seine Intuition und seine Emotionen, seine Vorstellungskraft etwas zu ignorieren. Ja, er ist König, aber er ist ein bisschen separiert von seinem eigentlichen Element. Er hat es vielleicht etwas unterdrückt oder du hast vielleicht etwas deine Emotionen unterdrückt in letzter Zeit. Auch wenn du es irgendwie geschafft hast, die zu meistern und zu nutzen und so ziemlich weit gekommen bist damit, aber dennoch bist du nicht mehr so in touch mit deinen Emotionen und die Karte möchte dich daran erinnern, das doch gerne wieder zu sein. Denn gerade Vorstellungskraft und Kreativität bringt uns ja einfach nur weiter. Dann haben wir hier Wheel of Fortune. Wheel of Fortune sagt uns, es passiert etwas Wichtiges. Es wird einen großen Impact haben. Und es geht entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und wir haben da tatsächlich gar nicht so viel Einfluss drauf. Natürlich haben wir Entscheidungsfreiheit in unserem Leben. Aber eine große Illusion des Lebens ist es, zu denken, dass wir Kontrolle über irgendwas haben. Denn das Einzige, worüber wir Kontrolle haben, sind unsere Gedanken. Und alles andere kann jederzeit immer passieren. Also diese Illusion mal loszuwerden, ist, glaube ich, sehr wichtig. Was ja auch wieder hierzu passt. Also diese Kontrolle, dieser Kontrollzwang, obwohl man umgeben von Wasser ist und das eigentlich das Element sein sollte, der freie Flow einfach. Das hält uns zurück, weil er könnte viel mehr daraus machen. Also er ist zwar schon weit, aber er könnte noch viel mehr daraus machen. Und hier ist es auch nochmal, es erinnert daran, dass wir eigentlich keinen Einfluss haben auf die Geschichte, in der wir spielen. Das soll nicht heißen, dass wir uns einfach zurücklehnen und überhaupt, lass das Leben mal machen, sondern das soll heißen, dass wir es akzeptieren sollen und damit arbeiten sollen und diesen Flow nutzen können, die Energie. Das Schlechteste, was man eigentlich machen kann, ist in einem Strom vom Wasser, im Strom des Lebens stehen zu bleiben und versuchen, da irgendwo festzuhalten und nicht die Veränderung zuzulassen. Denn die Veränderung wird kommen oder kommen. Da gibt es kein Oder. Sie wird passieren. Irgendwann, früher oder später, wird sich das Leben verändern. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, die uns was bringt oder die uns nicht kaputt macht, ist, mit dem Flow mitzugeben, zu gehen und den Strom zu nutzen, die Energie zu nutzen und das Leben währenddessen zu kreieren. Also das heißt nicht, wir sind machtlos, aber wir gegen einige Sachen haben wir einfach keine Chance. Und dann nutzt man einfach den Strom und macht das Beste draus und kreiert währenddessen das Leben, was man sich wünscht. Die Seven of Swords zeigen so ein bisschen Handeln, bevor man denkt. Das ist nicht so sinnvoll, was er macht. Hier ist so ein Lager und das hat er, glaube ich, überfallen. Und er möchte diese Schwerter haben. Er hätte ihnen auch ihre Wertgegenstände klauen können. Aber er hat die Schwerter geklaut. Ja, und er fasst sie an den Klingen an.
Also so schlau ist das alles nicht. Und er hat auch so viele drauf, dass sie ihm entweder in die Schulter schneiden oder hier sind zwei, er konnte, kann nicht mal alle tragen. Also er hat irgendwie gehandelt, ohne nachzudenken und das wird ihm wahrscheinlich zum Verhängnis. Egal in welche Richtung hier das Wheel of Fortune kippt, denk trotzdem ein bisschen nach. Calm down. Versucht die Stärke des Königs hier, sich so zurückzulehnen auf dem Stein, den er da erschaffen hat. Versucht die nicht komplett zu ignorieren. Und nimm sie gerne mit und bleib trotzdem so standhaft wie der König und mach keine vorherigen Sachen. Das ist nie gut. Gerade wenn so eine wichtige Entscheidung ansteht. Keep breathing. Tief durchatmen, erstmal sacken lassen und dann entscheiden. Und trotzdem aber diese Balance zwischen, ich muss jetzt hier, ich muss ruhig bleiben, aber die Entscheidung geht weiter, was soll ich tun? Versuch die Balance dazwischen zu finden und ich sehe, dass du das hinkriegst. Auf jeden Fall, sonst wären die Karten nicht rausgekommen. Nächste Karte. Grieving. An sich denkt man jetzt erstmal, oh nein, kommt Leid auf mich zu. Ich sehe, was ich aber sehe, wenn ich diese Karte angucke, ist dieser Lichtpunkt da oben. Ist das sogar ein Kristall? Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und ich habe das Gefühl, dass für mich ist es eher der Weg, dieses Helle da hinten, da sind wir auf dem Weg hin. Was nicht heißt, dass man nicht trauern oder grieving sollte. Also Gefühle ignorieren ist immer schlecht, was ja auch hier uns der König zeigt. Also wir wollen die Gefühle nicht ignorieren, wir wollen sie nutzen. Das ist eigentlich unsere Macht. Aber man muss auch nicht da drin bleiben. Und dadurch, dass es hier auf der linken Seite ist und hier in der Mitte dieser Kipppunkt kommt, kann ich mir vorstellen, dass es eine Situation ist, aus der du gerade herauskommst. Und dass vielleicht eine, die Situation ist, die jetzt gerade kippt, dass du vielleicht aus dieser Grieving-Phase rauskommst. Schauen wir mal. Ja, ist es. Das genaue Gegenteil. Du gehst auf jeden Fall in Richtung Happiness. Guck mal, hier ist sogar der blaue Schmetterling wieder. Oh, ist das cool. Ja, also du gehst auf jeden Fall in Richtung Happiness. Und genauso wie wir die Happiness fühlen möchten, fühlen wir natürlich halt auch das Grieving. Und es ist wichtig, dass wir das fühlen, damit wir auch das hier fühlen können. Weil wenn wir uns vor den negativen Emotionen zumachen, können wir auch die positiven nicht empfinden. Es ist einfach abgeschwächt dann. Wenn wir uns wirklich erlauben, das Dunkle zu fühlen, können wir auch erst das Schöne richtig fühlen. Und das ist ein ausgelatschter Spruch, aber ohne Schatten gibt es auch kein Licht, ohne Licht gibt es keinen Schatten. Also es kommt immer beides mit. Und ich sehe aber eindeutig, wie ich eben schon meinte, links ist das ist die Ausgangsposition und hier rechts, das ist dieser Kippmoment und das ist die Richtung, in die es geht. Aha, und die dritte Karte ist Healing. Healing von diesem Grieving. Mit einer grünen Kerze? Ja, eine grüne Kerze für das Herzchakra. Hier keine voreiligen Sachen machen. Dieses Healing, das kommt. Das kommt von ganz alleine, aber es kommt auch nur dann, wenn wir den Weg dazu ebnen. Und wenn wir den Weg ebnen, wir nur damit, indem wir es fließen lassen. Ich habe das Gefühl, es geht gerade alles in Richtung von ein Trauma oder eine schwierige Situation überwinden, indem wir sie fühlen, indem wir zulassen, dass diese negative Emotion uns einmal komplett überrannt. Ich weiß, das tut weh und ich weiß, es ist scheiße und man möchte das nicht, weil man dann an, keine Ahnung, vielleicht frühere Traumata erinnert ist. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Negative Emotionen sind nicht der Feind. Negative Emotionen sind nicht der Feind. Das sind unsere Freunde. Trauer ist aus einem bestimmten Grund da. Wut ist aus einem bestimmten Grund da. Verzweiflung ist aus einem bestimmten Grund da. Die sind dafür da, das sind unsere Stolpersteine. Die sind dafür da, dass wir sie bewusst aufnehmen, drüber stolpern und sehen, was zum Arsch, warum ist da jetzt dieses Gefühl? Was muss verändert werden? Was ist der Weg zur Glücklichkeit? Die sind nicht aus Versehen da. Die Dinge ecken genau da an uns an, wo es weh tut, weil es noch weh tut, weil es noch nicht geheilt ist. Und das musst du nutzen. Diesen Moment hier, diesen Kippschalter-Moment, den musst du nutzen. Und vielleicht ist es der Moment, wo du dann siehst, ich bin immer wieder über dieselbe Sache wütend, ich bin immer wieder über dieselbe Sache traurig oder das und das, das triggert mich einfach. Warum? Ja, das triggert dich nicht, weil du da geheilt bist. Das triggert dich, weil es noch eine offene Wunde ist. Und sobald du das weißt, ist das der erste Punkt zur Heilung.
wenn wir uns einen Splitter eingerannt haben und der Schmerz ist da, dann ist der Schmerz nicht der Feind, sondern der Schmerz ist der Moment, wo wir sagen, oh, da ist irgendwas. Der Schmerz ist der erste Punkt zur Heilung, weil wir dann nämlich aufmerksam werden und hingucken. Wir haben aber gelernt, dass Schmerz und irgendwas Negatives uns in unserem Alltag, es hilft ja nicht, das ist ja total nervig, weil da muss man sich ja um sich kümmern, zur Therapie gehen oder einfach mit sich selbst reden und so weiter. Und es ist dann leider immer noch total stigmatisiert, wenn man sich mit seiner Psyche auseinandersetzt, was ich mir bei 2023 überhaupt nicht mehr, kommt mir nicht in die Birne, warum man das macht, aber es ist leider immer noch so. Und da müssen wir leider wieder hinfinden, Schmerz und Leid zu akzeptieren und es als den Punkt der ersten Heilung, also den ersten Punkt der Heilung zu sehen. Zu gucken, warum tut es da weh? Dann gucke ich da mal hin. Oh, deswegen tut es mir weh. Und dann ziehen wir den Splitter und dann kommen wir erst zur Heilung. Ja, nächste Karte. Double Mission. Lightworker Starseed. Serve the world by being you. Ich erinnere mich an Blubbelblasen. Ja, also, komm wieder zurück zu dir. Ich habe das Gefühl, wenn du deine negativen Seiten und deine positiven Seiten vereinst und ehrlich zu dir bist, wirst du wieder zu dir selbst kommen und dann wirst du Leuten mit deiner Art und Weise helfen können. Nicht, dass das deine Aufgabe sein muss. Bitte kein Helfer-Syndrom entwickeln, aber ein Lightworker Starseed, wenn das hier so steht. Und das kann es halt auch wirklich sein. Du kannst ein Lightworker sein, ohne dass du spirituell bist oder ohne dass du jeden Tag Yoga machst oder meditierst oder was weiß ich. Aber manchmal sind einfach die Worte, die du sprichst oder die Taten, die du machst, heilend für dein Umfeld. Schon alleine, dass die Karte direkt im selben Reading kommt, wie dieser Kippschalter-Moment passiert, heißt, dass du schon sehr nah da dran bist. Und vielleicht wird ja dein Healing, vielleicht wird das ja schon der erste Moment sein, dass du jemand anderem hilfst, indem du vielleicht das einfach schon mitteilst und sagst, ey, ich habe das und das gemacht und ich kam da und da durch und ah, ich weiß, scheiße, ich sehe das bei dir auch, du schaffst das, keine Ahnung. Manchmal sind es die einfachsten Worte, die schon lightworking sind. Man muss nicht mit Kristallen um sich schmeißen, wie ich, um ein Lightworker zu sein. Manchmal sind einfach deine Worte schon Medizin. Genau die Worte, die ein Mensch hören muss. Und das sehe ich hier drin. Dass du vielleicht einfach durch diese Entwicklung, die du hier durchgemacht hast, einfach schon heilen kannst. Schon was gelernt hast einfach. So, nächste Karte. I remember, soul plan, the fated life versus the destiny life. Ich sehe wirklich dieses Lightworker-Ding. Vielleicht bist du ein Lightworker. Vielleicht hättest du das nie von dir gedacht. Vielleicht bist du eigentlich ein totaler Businessmensch. Down to earth. Eigentlich glaubst du vielleicht gar nicht daran. Aber warum guckst du dir das hier an? Ja? Vielleicht bist du es ja doch. Vielleicht weißt du das auch tief in dir drin. Und vielleicht weißt du es auch ganz bewusst, dass du ein Lightworker bist. Der Soul Plan. Du erinnerst dich daran, dadurch, dass du hier in dieses Healing reinkommst und dass du weißt, du bist auf einer Mission, dass du deinen Soul Plan wiederfindest, dass du weißt vielleicht einfach schon, dass du Leute heilen sollst. Vielleicht nicht unbedingt auf spirituelle Art und Weise, aber vielleicht einfach mit deiner Arbeit, die du machst. Vielleicht arbeitest du im kreativen Bereich, wo du mit Musik Menschen helfen kannst. Oder vielleicht bist du im medizinischen Bereich und kannst Leute durch deine... So, wo war ich stehen geblieben? Leider war draußen gerade ein absolutes Hubkonzert von meiner Tür. Ja, vielleicht bist du auch im medizinischen Bereich und heilst einfach durch deine Worte, durch Mitgefühl. Vielleicht bist du auch Erzieherin und sagst etwas... ganz oder Erzieher und was sagst etwas ganz Wichtiges zu einem Kind oder einer Person, die du ja behütest, was vielleicht ein Leben lang sitzen bleibt. Das weiß man ja manchmal gar nicht. Manchmal ist man ja einfach man selbst total im Flow und sagt irgendwelche richtigen und wichtigen und tollen Sachen und die bleiben bei Menschen dann hängen. Und später sagt man dann, ja, hier damals, ich habe mit dem und dem Menschen das und das gemacht und da hat der Mensch das und das gesagt. Das ist mir für immer im Kopf geblieben, das hat mein Leben verändert. Das weiß man manchmal gar nicht. Und das ist so toll und so wichtig, dass du wieder in diese
da wieder reinkommst in dieses, du hast einen Job auf dieser Welt. Du hast etwas so Wichtiges, etwas so Tolles den Menschen mitzuteilen und die können nur davon profitieren und du kannst nur profitieren, indem du deinen Soul Plan wirklich auslebst. Ja. Die letzte Karte. The River. Hm. Oh, ist ein Pferd. Hm. So. The River sagt uns, halt nicht fest. Einfach mit dem Flow mitgehen. Der Fluss ist ewig am Fließen und das Schlechteste, was man in einem Fluss machen kann, ist sich irgendwo krampfhaft festhalten, weil das bringt uns nichts. Das ist nur Kraftverschwendung. Geh mit dem Fluss und steuere mit Spaß, steuere mit Inspiration deiner Veränderung oder deiner Transformation entgegen. Wenn du nicht nur einfach dich treiben lässt, sondern wenn du wirklich den Strom nutzt und dich mittragen lässt. Das ist eine wahnsinnig schnelle Entwicklung, die du hier durchmachst. Von festgefahren zu Kippmoment zu huiuiui, auf einmal heile ich mich, huiuiui, auf einmal bin ich hier ein Lightworker zu ich entwickle mich selbst durch diese ganze Transformation, durch deine Seelenheilung hin zu ich heile andere hin zu ich komme in meine Transformation. Das ist der Wahnsinn. Das ist super schnell. Wirklich. Ich bin ein bisschen begeistert gerade. Genau, aber lass nicht nur einfach los, sondern nimm den Strom mit, steuere mit, schwimm, kraul, keine Ahnung, tauch, wie auch immer du diese Energie in diesem Strom, in dem du bist, nutzt. Nimm es mit. Es kann nur besser werden. Also natürlich ist es auf Veränderung ist manchmal auch beängstigend. Aber dieser Weg, den du hier gehst, der ist so hell, der ist so toll. Du kannst wirklich zu deiner Purpose finden. Und dein Spirit-Team sagt wirklich, los, gleich ist der Moment da, gleich ist der Kippschalter-Moment da. Und dann geht's hier, bam, eins auf dem anderen. Das kann vielleicht ein bisschen überwältigend wirken, aber es wird so geil. Es wird so geil und es wird nicht nur für dich geil. Du kommst nicht nur für dich in deinen eigenen Soul-Plan wieder rein, sondern auch die Welt wird so viel daraus profitieren. Die wird so geheilt werden durch dich. Oh, ist das toll. Ja, das ist, was ich für dich hier sehe, was dein Spirit Team für eine Nachricht hat für dich. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du nimmst ein paar Sachen daraus mit. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere gerne den Kanal, damit du auch kein weiteres Reading verpasst. Und ja, stay high vibing. So, Pile 3 mit dem Tigerauge. Dann schauen wir mal in die Karten. So, Pile 3, das sind einmal deine Karten. Wir haben hier einmal die 8 Münzen umgedreht. Wir haben hier einmal den Mond richtig herum und den Turm richtig herum. Sehr interessante Karten, die hier alle gleichzeitig rausgekommen sind. Zwei Major Arcana Cards, sehr interessant. Die 8 Pentacles stehen für Arbeit. Also eigentlich, ja, hauptsächlich für Arbeit, aber auch für Skills. Man sieht ja hier, er hat schon echt viel damit gemacht und er muss jetzt hier gerade noch beim nächsten dran. Das heißt, er hat schon die, oder du hast schon die Fähigkeiten erworben und bist da schon echt gut bei und so weiter und hast schon, ja, hast deine Skills auf jeden Fall schon sehr perfektioniert. Aber so langsam wird es echt eintönig. Es ist nicht mehr so befriedigend. Du bist vielleicht auch ein bisschen in Perfektionismus gerutscht und du bist langsam einfach ungeduldig, weil sich nichts verändert, weil es einfach immer dasselbe ist. Du bist gut in dem, was du machst, das ist es nicht. Aber so langsam könnte auch mal irgendwie was Neues passieren. Wirst so langsam so richtig mürbe davon vielleicht und wünschst dir ein bisschen Abwechslung beziehungsweise ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit in deiner Arbeit. Und genau, die zweite Karte, der Mond, steht für, ja, Mythen, für die Wildheit in Menschen, für unbewusste oder unterbewusste Energien und also alles, was mit dem Unterbewusstsein zu tun hat. Ebenso aber auch für Instinkte.
Und ich habe das Gefühl, das hat wirklich mit dieser Arbeitssituation hier zu tun. Also, dass du einfach langsam merkst, also du guckst langsam durch diesen Schleier durch. Du kannst langsam sehen, wo das alles hinführt. Und du siehst langsam, dass das nicht mehr so wirklich alles das für dich ist. Du folgst deinen Instinkten und das ist sehr, sehr gut. Auch wenn die nächste Karte der Turm ist. Der Turm ist immer so die Karte, die am meisten gefürchtet wird, weil sie halt bedeutet, es gibt einen schnellen, dollen Umschwung. Eine dolle Veränderung, eine große Veränderung, die manchmal unangekündigt kommt. Ich sehe aber, dass du das langsam auf dich zukommen siehst, wenn du kommst langsam so aus. Also ich habe das Gefühl, du guckst so langsam durch den Vorhang von diesen immer gleichen Arbeiten. Ich stelle mir immer vor, hier ist so ein Vorhang dahinter, also dazwischen ist ein Vorhang. Und du guckst so da durch und guckst so, oh Mensch, hier hinter ist ja noch viel mehr. Oh fuck, hier ist ja noch viel mehr. Und ich habe das Gefühl, dein Horizont erweitert sich so ein bisschen. Und du guckst da durch und vielleicht fällst du einfach auch durch diesen Vorhang durch und plötzlich bist du in einer anderen Welt. Plötzlich ist komplett Veränderung. Der Turm, ich persönlich, es ist eine meiner Lieblingskarten, ich persönlich liebe den Turm, weil er nämlich bedeutet, so, wir haben jetzt lang genug auf dieser Foundation gelebt und jetzt ist aber einfach zu viel. Das ist so ein bisschen Venedig. Venedig ist umgeben von Wasser, ja? Steht auf dem Wasser. Was benutzen wir zum Bauen? Im Wasser. Wir könnten Stein nehmen oder Stahl. Ich meine, die haben wahrscheinlich noch keinen Stahl. Keine Ahnung. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe absolut keine Ahnung von der Entstehung von Venedig. Es tut mir leid. Aber ganz ehrlich, diese Überlegung, Venedig auf Holz zu bauen, während es im Wasser steht. Ey, das ist doch klar, dass das irgendwann passiert. Aber das wussten die Leute nicht. Der Turm wird kommen, Venedig wird untergehen, Mann. Und so ist es hier auch. Der Turm zeigt dir ziemlich gnadenlos auf, was an deiner Foundation nicht funktioniert. Also was an dem Aufgebauten nicht funktioniert. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass du einfach dich noch nicht so richtig wohl oder ausgelastet oder kreativ genug in deinem Job jetzt empfindest. Und ich habe das Gefühl, du guckst jetzt so durch den, guckst durch diesen Vorhang und siehst, oh scheiße, ups, und dann bist du aber auch schon durch. Und dann kommt diese Veränderung und dann stehst du da plötzlich, oh Gott, ja, jetzt weiß ich das und oh nein, jetzt kannst du es nicht mal, dann siehst du, kannst du nicht mal was anderes sehen. Ja, wenn du einmal durchgeguckt hast, wirst du auf deine Arbeit zurückgucken und sagen, scheiße, das ist ja voll kacke hier. Genau, aber wir gucken mal, was die nächsten Karten zu sagen haben. Und zwar haben wir hier einmal Wellbeing und da habe ich sofort im Kopf, dass dieser Job vielleicht nicht einfach nur nicht inspirierend genug war, sondern vielleicht auch einfach körperlich, ja, nachteilig für dich. Also, dass du, sei es eine schlechte Körperhaltung, sei es schlechte Arbeitsbedingungen, zeitlich, Schichtdienst, vielleicht musst du 8 Stunden pendeln, um dann 16 Stunden zu arbeiten. Ne, so eine Sachen. Oder dass es einfach auch psychisch aus- und belastend ist. Vielleicht stehst du kurz vorm Burnout. Vielleicht bist du im Burnout. Und dass du vielleicht siehst, vielleicht hast du durch diesen Veil geguckt und siehst, oh scheiße, mir geht's richtig schlecht. Ich kenne das immer noch so von damals, wenn man Ferien hatte in der Schule, wo man dann in den Ferien krank geworden ist, weil man da mal gesehen hat, oh, das ist Entspannung. Und dann hat der Körper gesagt, oh, was, wir können uns entspannen. Okay, hier ist all das, was ich aufgespart habe, aufgestaut habe. Du bist jetzt erstmal 2 Wochen krank in den Ferien. Juhu! Und das könnte ich mir vorstellen, dass du jetzt einfach siehst, oh scheiße, so kann es auch sein. Und du jetzt einfach merkst, kacke, ich habe echt lange unter diesem Job gelitten. Wie gesagt, es kann der Job sein. Es kann auch was komplett anderes sein. Du kannst das Gesagte auf jede andere Situation anwenden. Es muss nicht Job sein. Aber ich sehe halt hier wegen den Pentacles, das hat halt viel mit Arbeit zu tun. Genau, also es kann auch Beziehung sein. Es kann auch sein, dass du echt lange in einer Beziehung warst oder echt lange in einer Freundschaft warst, wo du immer dasselbe gemacht hast und irgendwann merkst du, aber guckst du mal außerhalb deines Tellerrandes und siehst dann, oh fuck, so kann es auch sein. Ah ja, toll. Und jetzt? Ja, once you saw it, you can't go back. So. Dann haben wir, oh, wie schön, Peace. Ich bin eine Taube. Nur eine Taube. Und zwar sehe ich, dadurch, dass du durch diesen Schleier geguckt hast und wenn du da wirklich dieser Transformation nachgehst, wirst du deinen Frieden finden. Oh, ist das schön. Das hat auch so was Heilendes einfach, habe ich das Gefühl. Das ist so,
wie Brot, nachdem man was Scharfes gegessen hat. Oder wie Milch, nachdem man was Scharfes gegessen hat. Oder Butter. Oder wie wenn man... Wie komme ich jetzt auf Essen? Man hat ja bei... Total bescheuert, das kommt mir gerade in den Kopf. Man hat ja bei indischem Essen manchmal Joghurt dabei, weil das indische Essen so scharf ist. Und wenn du dann so einen Löffel Joghurt dazu hast, dann mildert das das ab. Und da, auch das kommt mir sofort in den Kopf dabei. Wenn du durch diese Transformation gehst, ist das Ergebnis auf jeden Fall Gesundung und Frieden. Ich weiß nicht, was genau dich da so kaputt gemacht hat. Aber der Turmmoment ist das Beste, was dir hätte passieren können, weil du dadurch erst hier hinkommst. Manchmal braucht man einfach diesen Schubs von der Treppe, sag ich mal, damit man merkt, worauf es wirklich ankommt und damit man wieder zurückfindet zu den eigenen Wichtigkeiten, die man hat und sich um sich selbst zu kümmern. Oh yeah, dritte Karte, Passion. Und da komme ich wieder zurück zu dem hier, es wird langweilig, es ist nicht mehr so inspirierend und so weiter und da findest du wieder hin. Auch interessant, dass ich eben noch von scharfem Essen geredet habe und jetzt hier so ein Feuerbild kommt und hier ist der Quark. Der Quark beziehungsweise der Joghurt. Also, wir haben scharfes Essen und Joghurt. Also nein, aber du findest wieder zurück zu deiner Passion, zu deiner Inspiration, zu deiner Motivation. Du findest endlich wieder dahin zurück, was du eigentlich willst, nachdem du durch diese Transformation durch bist. Vielleicht ist es einfach ein ganz krasser Jobwechsel. Ein Jobwechsel, den niemand erwartet hätte und den du auch ganz plötzlich, vielleicht sagst du einfach von heute auf morgen, Gott, ciao, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe gesehen, wie es anders sein kann. Wenn ich jetzt nicht was ändere, dann mache ich es gar nicht. Ich mache das jetzt, ciao. Und diese Veränderung wird vielleicht krass sein. Der Turm ist halt krass einfach. Aber du wirst danach so viel Frieden und gleichzeitig so viel neue Leidenschaft finden da drin. Und also, das ist es doch, was wir möchten, oder nicht? Also, ich kann mir kein schlimmeres Leben vorstellen, als immer jeden Tag dasselbe zu machen. Und zwar auch mit dieser Energie, diese Energie, diese Schnarchenergie, dieses, ja, ich habe 40 Jahre dasselbe gemacht, aber ich weiß auch nicht warum und es war auch eigentlich nicht so cool, aber ich habe halt einfach nichts geändert. Boah, nee, also was Schlimmeres gibt's doch nicht. Mach diesen Schritt. Beziehungsweise der Schritt wird halt einfach gemacht. Es wird einfach passieren. Es wird passieren, dass du aufwachst und sagst, oh scheiße, ich muss was ändern. Oder es ändert sich jetzt sofort was. So, nächste Karte. Hireth heißt es, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein schottisches Wort. Oder irisch. A longing for home, homesick for the stars. Oh, ich liebe die Karte. Da steht jemand. Das habe ich noch nie vorher gesehen, aber da steht jemand. Schön. Ja, und zwar, ich liebe diese Karte, das war meine erste und Lieblingskarte von diesem Deck. Die steht dafür, dass wir uns nach etwas Größerem sehen und wissen, dass es etwas Größeres gibt. Und dass dieses etwas Größeres nicht da zu finden ist, wo wir jetzt gerade sind. Gerade wenn es wirklich hier um den Job geht. Und ich hatte eben ein Reading, wo es darum ging, Lightworker zu werden. Und das sehe ich hier auch wieder. Lightworker oder einfach etwas, was der Welt auch mehr bringt, was dir mehr bringt, was dir deine Passion und deine Bestimmung wirklich näher bringt. Oder was sich da drin leben lässt, wirklich. Du kennst dein Zuhause, nicht nur unbedingt dein Zuhause im Sinne von Starseed-Zuhause, das ist das Starseed-Deck deswegen, sondern auch im Sinne von meine Bestimmung oder mein Zuhause mit dem, was ich hier auf der Welt tue. Wie viel oder was für einen Wert hat das, was ich tue? Bin ich einfach nur in irgendeinem Büro und tippe irgendwelche Zahlen ab? Oder hat es einen Mehrwert, was ich mache? Helfe ich Menschen damit? Ist es was, was der Menschheit hilft? Oder ist es was, was einfach nur meinem Boss jetzt gerade hilft? Und der macht einfach nur Gewinn dadurch. Wie viel Mehrwert hat das, was ich tue? Auch für mich. Also ist das, was ich mache, fühlt sich das gut an? Fühlt sich das an, als ob ich mit der Zeit lebe? Oder habe ich das Gefühl, ich verpasse etwas? Ich bin schon dran vorbei? Oder ich jage hinter der Zeit? Oder also habe ich das Gefühl, ich muss mich immer anstrengen, um der Zeit hinterherzulaufen? Oder habe ich das Gefühl, ich habe die beste Zeit schon hinter mir gelassen und ich bin nirgendwo angekommen? Oder ist das, was ich mache, oder ist das, was ich machen will eigentlich insgeheim, was ich immer niemandem erzählt habe, weil die Idee vielleicht verrückt klingt?
ist das vielleicht das, wo es sich dann anfühlen wird, dass jeder Schritt genau zur richtigen Zeit getan wird. Und ich sage euch, das ist das beste Gefühl aller Zeiten, wenn man mit der Zeit mitgeht. Es ist schwer zu beschreiben, aber man hat nicht mehr das Gefühl, irgendwo hinterher zu laufen oder nicht im richtigen Zeitabschnitt seines Lebens zu sein. Oh, andere Leute sind jetzt Haus und Hof und die anderen Leute, die sind jetzt gerade in der Ausbildung, blablabla, sondern jetzt ist die richtige Zeit für genau diesen Schritt, den ich mache. Das ist das beste Gefühl überhaupt. Genau. Nächste Karte. A new earth. It's happening. Keep holding the vision. Ja, keep holding the vision. Was möchtest du machen? Frag dich mal ganz ehrlich, was möchtest du machen? Und fang an damit. Diese Transformation ist nicht einfach nur so. Du sollst nicht einfach nur deinen Job verlieren oder du sollst nicht einfach nur deine Beziehung verlieren. Du sollst es machen, um einen neuen Plan anzufangen. Vielleicht sind wir noch nicht da, noch nicht ganz da, aber je mehr du dich damit beschäftigst, je mehr du wirklich diese Vision, die du hast oder diese Ideen, die du hast, in deinem Kopf behältst und dich damit beschäftigst und ausbaust, desto näher wird es rücken. Das ist das ganz einfache Law of Attraction, also das Gesetz der Anziehung. Das, woran du denkst, das wird auch passieren. Bleib einfach bei diesen Gedanken, bei dieser neuen Inspiration und geh einfach weiter mit den Gedanken in diese Richtung. Bau es vielleicht einfach aus oder nutze das Gesetz der Anziehung für dich. Informier dich am besten einfach mal darüber. Auch mit Manifestationen und so weiter. Das ist echt, das ist, nur deswegen mache ich das hier. Und die letzte Karte. The Fault Line. Also The Fault Line heißt so viel wie man, wenn man auf einem See geht und man sieht schon so einen Crack. Das möchte einfach nochmal warnen, dass man nicht auf dieser Linie einfach weitergeht und so tut, als ob das schon, boah, die wird einfach wieder sich zusammen vereisen und dann passt das schon. Nein, wird sie nicht. Es wird irgendwann brechen. Und das ist so interessant, weil es ist nämlich quasi The Tower aus diesem Deck. Und wir haben The Tower. Es ist nämlich die Foundation, die nicht stimmt, wie beim Tower auch. Ignoriere das nicht. Der größte Fehler, den du machen kannst, ist diese Transformation zu ignorieren. Denn wohl oder übel wird es wiederkommen und dann kommst du vielleicht nicht mehr so glimpflich davon. Also verstehe mich nicht falsch. Wir können immer irgendwie alles noch hinbiegen und so weiter. Wir können irgendwie immer noch versuchen, das Beste draus zu machen. Natürlich, klar. Aber jetzt hast du noch die Chance, dass wirklich für dich diese ganzen Sachen, die können dann noch für dich rausspringen. Wenn du allerdings das ignorierst und einfach weiter über diesen Crack rüber gehst, was glaubst du denn, was passiert? Da wird ja nichts Gutes bei rumkommen. So eine großen Sachen zu ignorieren, das ist doch noch nie von Vorteil gewesen. Noch nie! Ich meine, Klimakrise, hallo? Wir haben es gewusst und sind aber einfach weiter auf diesem Ding gegangen und langsam brechen wir ein. Mach das nicht mit deinem eigenen Leben, Mann. Sieh das und nutz das. Nutz diesen Hinweis vom Universum. Es wird eindeutig sein. Es wird sehr eindeutig sein. Der Tower ist niemals nicht eindeutig. Und du hast den Mond ja auch hier. Und der Mond ist eigentlich, also steht eigentlich für Illusion und so weiter. Und dass man da, und dass man so im Ungewissen bleibt. Aber du wirst da durchgucken. Du wirst da durchgucken und wirst diesen Punkt erkennen, wo es heißt, oh, ich muss jetzt sofort was verändern. Geh diesem Instinkt nach. Ignoriere das nicht. Weil sonst, naja, eiskalter See irgendwo, nirgendwo, ist nicht so gut. Fürs Leben. Dein Lebenssee. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich hier für dich sehe. Teil 3 mit dem Tiger's Eye. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du wirst es nicht ignorieren. Ich glaube nicht mehr, nachdem du es gesehen hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, wenn ja, lass doch gerne ein Like da und folge gerne meinem Kanal. Und damit du kein weiteres Video verpasst. Und ja, stay high vibing. So, hallo Pal 4, das ist einmal dein Reading mit dem Türkis. So, Pal 4, deine Karten. Wir haben als erstes die Four of Wands, upright, also richtig rum.
Dann haben wir... Dann haben wir The World richtig herum. Und dann haben wir die Nine of Cups richtig herum. Was wollen uns diese Karten sagen? Sie sagen mir, dass du ankommst. Und zwar im sehr weltlichen Sinne. Also und nicht nur weltlich, sondern auch, also alles, komplett, das volle Programm. Als ich diese Karten gezogen habe, hatte ich sofort im Kopf, das ist der starke Peil. Also die Personen, die diesen Peil wählen, sind enorm stark, haben eine super krasse Resilienz, sind durch so viel Scheiße gegangen und haben es immer wieder geschafft, sich selbst an den Haaren rauszuziehen. Das war sofort so eine Eingebung von mir, auch mit dem Türkis, der ja auch für Schutz und zwar ist meine Fresse, es ist endlich vorbei. Es wird etwas kommen, wo du wirklich nach Hause kommst. Nicht nur nach Hause im Sinne von durchs Gartentor nach Hause, kann natürlich auch ganz literal gemeint sein, aber du kommst an. In dir selbst. Du kommst an mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Zielen und du kannst auch dich komplett in dir selbst entspannen. Du hast gemerkt, du bist durch diese ganzen dunklen Sachen gegangen und hast es geschafft dabei, dich weiterzuentwickeln und bist jetzt langsam da angekommen, zu verstehen, dass du ein Teil vom großen Ganzen bist, dass du wichtig bist, dass du einen Platz in dieser Welt hast, in der Welt. Und dass du verwoben bist mit dem Universum und dass du wichtig bist und dass du an der Stelle, wo du jetzt bist, auch richtig bist. Du gehörst dahin, wo du hingehörst. Und wenn du noch irgendwo nicht hingehören solltest, Entschuldigung für das Auto vor der Tür, es ist toller, danach auf der Straße zu wohnen. Wenn du irgendwo nicht hingehören solltest, dann weißt du mittlerweile, weil du bist einen langen Weg gekommen. Also die Fear of One sagen, du warst lange unterwegs, so ein bisschen Odysseus und kommst jetzt nach Hause. Du warst lange unterwegs und du kennst deinen Wert und du weißt, wie du die Situation veränderst, damit du dich wieder da wohlfühlst. Also wenn die Situation nicht zu dir passt, dann gehst du halt einfach. Oder du veränderst die Situation. Du bist der absolute Creator. Du hast hier ganz locker flockig die zwei Wands in der Hand und Wands sind ja nicht umsonst Wands. Das sind ja nicht einfach nur Stöcke, sondern das sind halt, ich glaube, ich Diebe. Du hast die ganz locker flockig so, in der Hand. Du kannst es kreieren. Du kannst die Umgebung und deine Lebenssituation einfach... Du weißt, dass du das kannst. Das heißt nicht, dass es dir, dass es einfach plupp und passiert, sondern aber du weißt, dass du die Möglichkeit hast. Genau, und du bist einfach durch diese ganzen Sachen schon durch und kannst jetzt ganz einfach mal die schönen Sachen im Leben genießen. Du kannst dich mal wirklich auf die ganz weltlichen Sachen mal kurz drauf entspannen. Und das hast du dir so verdient. Das hast du dir so verdient durch die ganzen Sachen, durch die du durch bist. Ja, auf jeden Fall. Und sei es ins Kino zu gehen, sei es gutes Essen, sei es die Sonne draußen zu genießen, Urlaub, sei es einfach mal, sich doch nochmal ein Eis zu kaufen. Ja, du hattest heute schon eins und? Bist durch die tiefste Scheiße gegangen. Du kaufst jetzt noch ein Eis. Das ist doch geil, du bist erwachsen, du kannst dir ein Eis holen. Außer du bist nicht erwachsen und kannst dir kein Eis holen oder hast Diabetes. Aber du verstehst, was ich meine, okay? Du kannst die weltlichen Dinge mal jetzt genießen. Du musst mal jetzt nicht darauf achten, dass du nicht zu viel Geld ausgibst oder dass du dich nicht zu sehr selbst triggerst oder so, weil du bist echt auch psychisch an einem Punkt angekommen, wo du stabil und stark bist. Das gönne ich dir so hart. Ich kenne dich nicht, aber ich gönne dir das so hart, weil ich habe das Gefühl, du bist durch so viel durchgegangen, dass ich dir das einfach alles geben möchte. Ich freue mich total über diese Karten, weil das ist einfach dieses, oh, wie schön, dieser Mensch hat so viel doof durch und kann jetzt sich endlich mal entspannen und das Gute genießen, das Gute, wofür er gearbeitet hat. Ja, gucken wir mal, was die nächsten Karten sagen. Dreams, oh. Guten Schlaf, sehe ich direkt. Guten Schlaf, tiefen Schlaf. Endlich keine Schlafstörungen mehr. Ich weiß nicht, ob du damit vielleicht Probleme hast, aber du hast keine Schlafstörungen mehr. Du wirst sie langsam los. Du hast schöne, entspannte Träume, keine Albträume mehr, keine Sorgenträume mehr. Gedanken kreiseln nicht mehr bis spät in die Nacht. Du kannst dich langsam entspannen und vielleicht auch einfach deinen Träumen hinterhergehen, also deine Träume ausleben.
was du dir schon immer erträumt hast. Und da wäre ich wieder bei Reisen. Vielleicht nach Asien, vielleicht nach Australien. Vielleicht bist du einfach mal 2 Wochen komplett raus. Mach's. Wenn du es dir leisten kannst, so wie die Karten es sagen, kannst du es dir leisten. Dann mach's. Van Life. Vielleicht mal den Grand Canyon einfach ganz spontan besuchen. Mach es. Du kannst es jetzt. Du hast es dir verdient. Du bist durch so viel durchgegangen. Du kannst es jetzt tun. So, die nächste Karte. Protection. Dadurch, dass du weißt, was man dir nehmen kann oder nehmen konnte, hast du gelernt, wie du das, was dir wichtig ist, beschützt. Sei es ein Kind, deine Familie, sei es Haus und Hof, sei es dein Wohlstand oder dein Geld, was du dir hart erarbeitet hast, und sei es auch einfach dein Frieden. Du weißt jetzt, wo du ansetzen musst, damit dir das niemand mehr nehmen kann. Und das ist aber nicht im Sinne von, du bist ständig irgendwie so auf Krampf und ständig in Angst, das beschützen zu müssen, sondern du hast einfach so viel auf deinem Weg gelernt, dass du das jetzt einfach machst. Es fällt dir nicht mehr schwer, es ist nicht mehr eine große Anstrengung. Das hat auch nicht viel mit Angst und Verlustangst zu tun, sondern du weißt jetzt einfach, wer du bist, wo du bist und dass dir das niemand mehr nehmen kann. Und du bist auch an einem Punkt angekommen, wo dir niemand mehr deinen Frieden nehmen kann. Ich habe eher das Gefühl, das hat hier viel mit Frieden auch zu tun. Nicht nur mit dem Wohlstand, den du jetzt gerade auslebst, sondern auch viel mit deinem inneren Frieden. Dass dein Frieden einfacher zu dir kommt. Weil du einfach weißt, dass dir niemand anderes den mehr nehmen kann, weil er gar nicht die Macht besitzt. Du bist jetzt an dem Punkt, wo du weißt, dass du der Creator von deinem eigenen Frieden und von deiner eigenen Welt bist und dass niemand überhaupt die Möglichkeit hat, dir das zu nehmen. Das geht einfach nicht mehr, weil du einfach stark genug bist, deinen Frieden zu behaben. Du nimmst nicht mehr viele Sachen persönlich, sondern weißt dann zum Beispiel, dieser Mensch, der gerade mich hier anschreit oder wütend oder eklig oder was auch immer ist, das ist eigentlich nur eine Projektion seines eigenen Selbsthasses oder seiner Trauer oder seinen unverarbeiteten Kindheitstraumata. Und das ist eigentlich, kann ja nichts mit mir zu tun haben, außer du hast dem gerade, keine Ahnung, angespuckt. Ja, dann. Aber ich meine sowas wie ein Kunde, ein Gast, ein Patient, die einen gerne natürlich mal die Laune an einem auslassen. Und das weiß jeder und das ist jedes Mal kacke. Aber du weißt einfach mittlerweile, es hat nichts mit mir persönlich zu tun. Du kannst sogar mehr Mitgefühl für diesen Menschen empfinden, weil du weißt, woher es kommt. Und kannst dein Frieden einfach beschützen, weil... Und dann ist der Mensch in einer halben Stunde weg. Du hast eher Mitgefühl mit dem, dass der so einen tiefen... so eine tiefe Wut empfindet, dass er das an anderen Menschen auslassen muss. Und gehst dann aber nach der Arbeit nach Hause oder nach dieser Situation nach Hause oder irgendwo hin und bist friedlich und bist glücklich, weil du weißt, wo du hinkommst und nicht nur wörtlich hinkommst zu deinem Haus und Hof, sondern du weißt, dass du in dir selber zu Hause bist und dass du in dir selber einfach ankommen und ruhig sein kannst und nicht diese inneren Kämpfe ausführen musst und das auf andere Menschen projizieren musst. Ach, schön. Das freut mich wirklich sehr. Wer auch immer du bist, aber es freut mich sehr. Ah, wie schön. Lighten your load. Ich sehe, dass du daher kommst. Dass du das mal warst, diese Atlas-ähnliche Figur. Dass du viel getragen hast. Wie schon gesagt, du bist ich wusste es. Du hast viele Sachen hinter dir und bist einen langen Weg gekommen und hast es jetzt geschafft, das hinter dir zu lassen. Du trägst nicht mehr die ganze Welt. Du trägst, natürlich, jeder hat irgendwas. Irgendwas ist immer irgendwas, was nicht perfekt ist. Aber du kannst da anders mit umgehen mittlerweile. Du bist psychisch mittlerweile so stark, dass du das hinkriegst. Und dass diese Last keine Last mehr ist. Die erdrückt dich nicht mehr, sondern ich habe das Gefühl, sie ist eher wie so ein Heliumballon. So ein Oder so ein ganz normaler Luftballon, kennt ihr dieses Duck, Duck? So ist es eher für dich. Ja, sie ist da und ja, du weißt, du musst da was mitmachen, aber es belastet dich nicht mehr so doll, es drückt dich nicht mehr so nieder wie das hier.
Obwohl auf Zehenspitzen läuft, sehe ich gerade. Dann macht es sich aber auch schwer, ne? Naja, ich denke, da kommst du her. Vielleicht weißt du auch, dass du ein paar Sachen mehr da sind, die du von dir werfen kannst oder die, ja, die dich erleichtern können. So, schauen wir mal, was die nächsten Karten sagen. The Cosmic Heart, Devotion, Potency, Make Your Life a Moving Prayer. Wie schön. Du hast auf deinem Weg gelernt, das, was du willst und wo du hin möchtest, wie ein Gebet vor dich herzusagen, daran zu glauben. Und diese Eigenschaft solltest du oder kannst du auf jeden Fall beibehalten. Denn was wie ein Gebet vor uns her sprechen, das wird irgendwann so oder so zutreffen. Und du bist mittlerweile an dem Punkt, wo du weißt, dass auch negative Sachen so passieren und musst es einfach nicht mehr sagen. Du bist einfach aus dieser Lack-Mentality raus. Du kannst in Gewinn sprechen sozusagen. Also du kannst sagen, ich bin ein starker Mensch oder ich bin ein resilienter Mensch. Mir passieren ausschließlich gute Sachen oder ich werde ständig beschenkt von der Welt. Du weißt, dass jeder Moment, in dem du so etwas Positives sagen kannst, dass es auch, ja, passiert. Dann die nächste Karte. Star Bathing, Light Body, Crystal Grid, Transmission, Activation. Wow, okay. Du bist sogar so weit in deiner Entwicklung, dass du merkst, wie voller Licht du bist. Es gibt vielleicht Orte, die dich noch mehr aufladen. Geh da gerne hin, nutze das auf jeden Fall. Du spürst deinen Lichtkörper wieder. Du bist nicht mehr so von dieser Schwere, von diesem schwierigen Weg so runtergezogen, sondern du kannst jetzt langsam wirklich in deinen Light Body reinkommen. Das ist jetzt endlich möglich. Du kannst endlich auch gesunden, vielleicht auch körperlich einfach. Dann die letzte Karte. The Threat. Die kann man hell oder dunkel analysieren und ich sehe eigentlich nur diesen Regenbogen hier gerade. Woran hältst du fest? Und hältst du an dem richtigen Faden fest? Hältst du an dem Faden fest, der dich weiterbringt oder an dem, der dich zurückhält? Das ist auch völlig in Ordnung, wenn es da noch was gibt, was dich zurückhält. Keiner ist perfekt. Aber ja, dir einfach nochmal bewusst zu werden, welchem Faden du folgst, um vielleicht, ja, dich irgendwo rauszuholen oder ja, welche Ziele verfolgst du? Manchmal ist es einfach so, dass wir festhalten an diesem Faden, der uns zum Ziel bringt und das Ganze von alleine dann passiert, weil er uns einfach dahin zieht. Also lass dich nicht ablenken von irgendwelchen Negativitäten, die irgendwie um dich rum sind, sondern bleib fokussiert auf das Gute. Das schaffst du auf jeden Fall, das sehe ich. Du hast ja schon so viel geschafft einfach und das wird jetzt der letzte Step sein. Beziehungsweise der Step, der dich weiter begleiten wird. Im Sinne von, das wirst du weiterhin durchziehen. So, das wird das sein, was von der ganzen Misere bleibt. Die Konzentration auf dein Ziel. Genau, das wäre es, was ich heute hier für dich sehe, Teil 4. Ich hoffe, du wirst einiges aus diesem Reading mitnehmen. Ich bin sehr dankbar für das Universum, für das, was es dir gibt und was dir schenkt. Und ich bin auch dankbar für das, was du uns geben wirst dadurch. Und genau, wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da und folge mir gern für mehr Readings. Und genau, stay here vibing!